I am the Jochen und das ist Frühsport für Donnerstag, den 14. April 2022. Schönen guten Morgen. Champions League Halbfinale ist komplett. Es gab gestern zwei Unentschieden. Das bedeutet, die Hinspielsieger sind weiter. Und das sind Manchester City nach einem 1:0 gegen Atletico Madrid im Hinspiel. Gestern dann torlos 0:0. Und Liverpool hat ja das Hinspiel bei Benfica Lissabon schon mit 3:1 gewonnen und das Rückspiel endete 3:3, attraktive Partie, aber am Ende der Sieg für Liverpool. Das heißt, im Halbfinale haben wir zweimal Spanien gegen England. Wir haben den FC Liverpool, der sich jetzt hier durchgesetzt hat gegen Villarreal und wir haben Manchester City gegen Real Madrid. Das Ganze dann noch diesen Monat, aber dauert noch ein paar Tage. Zwei Wochen geht's, glaube ich, so. Ah nee, zwei Wochen geht's schon los, stimmt. Mit den zwei Wochen oder drei Wochen. Ich glaube, in drei Wochen. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist, klar. So, dann, bevor wir auf Fußball heute klären, gucken wir nochmal kurz, was gestern noch so passiert ist. Wir haben Tennis gehabt. Alexander Zverev gewinnt gegen Delbonis in zwei Sätzen und ist eine Runde weiter in Monte Carlo. Ebenso wie im Doppel Pütz-Venus. Auch die sind eine Runde weiter gekommen. Heute wieder Tennis ab 11 Uhr auf Sky Sport. Dann auch schon mit dem nächsten Spiel von Herrn Zverev. Der trifft dann nämlich in der nächsten Runde auf Carreño Busta. Durchaus also ein ernstzunehmender Gegner. Nee, da gibt es ein griffigeres Wort. Das ist durchaus ein Prüfstein. Danke. Ihr habt es bestimmt alle gerade gerufen oder gedacht, zumindest deswegen bedanke ich mich. Also ein Prüfstein für ihn auf jeden Fall in diesem Turnier. So, schauen wir aufs Basketball. Da hat sich einiges gehalten in der BBL, in der Basketball-Bundesliga gestern. Und zwar folgendes. An der Spitze haben wir Bonn, die gewinnen und sind weiterhin Erster. Vor Bayern München, die auch gewinnen, sind weiterhin Zweiter. So, immer noch Bayern mit zwei Nachholspielen, könnten also gleichziehen mit den Bonnern. Ludwigsburg bleibt auf der 3, Alba Berlin auf der 4. So, da hat sich erstmal nichts Dramatisches getan. Wir gucken aber mal nach hinten, denn da gibt es jetzt tatsächlich fast Tatsachen. Die letzten drei der Tabelle sind jetzt der mitteldeutsche BC, Gießen und Frankfurt. Die haben alle verloren am gestrigen Abend und das ist für die Frankfurter ziemlich fatal, denn die haben jetzt noch vier Spiele ausstehen in der Hauptrunde und haben 8 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Und es gibt pro Spiel 2 Punkte, jetzt kann jeder ausrechnen. Das heißt, ihre Chance auf den Klassenerhalt besteht nur noch darin, dass sie alle vier verbleibenden Spiele gewinnen. Also zuletzt haben sie ja Niederlage an Niederlage gereiht, aber sie müssten jetzt das tun und gleichzeitig müsste vorne entweder Braunschweig oder der mitteldeutsche BC alle Spiele verlieren. Und dann hat Frankfurt und Gießen dürfte auch nicht zwischenfunken. Sprich, Frankfurt wird absteigen. Nennen wir es beim Namen, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich sag mal, am nächsten Spieltag ist das wahrscheinlich schon vorbei. Die Gießener haben noch die leise, für die sieht es ähnlich blöd aus, die sind punktgleich mit Frankfurt, haben aber die leise Hoffnung, dass sie noch drei Nachholspiele haben. Aber auch die müssten sie eigentlich alle gewinnen, denn auch die müssten 8 Punkte aufholen. Die Gießener haben dafür aber noch 7 Spiele Zeit. Ich glaube trotzdem, das wird nichts mehr. Bin da pessimistisch. Für unsere hessischen Basketballteams. Gucken wir in die Champions League, da gibt es Erfreuliches aus Ludwigsburg. Die haben nämlich klar gewonnen im zweiten Spiel gegen Cluj im Viertelfinale und damit gibt es ein drittes Spiel. Die Serie ist ausgeglichen, 1:1. Nächste Woche dann also das finale Duell dann wieder in Cluj und dann werden wir herausfinden, wer das Final Four Turnier dann von diesen beiden beehren darf. So viel, genau, in NBA, natürlich bei Basketball, haben wir noch was? Und zwar, ich hatte die Pre-Playoffs laufen, nein, wie heißt die Play-Ins, Play-In-Tournament heißt es hier. Brooklyn gewinnt gegen Cleveland, habe ich das schon gesagt gestern? Ich weiß es nicht. Jedenfalls Brooklyn setzt sich durch gegen die Cleveland Cavaliers und damit stehen die Brooklyn Nets fix in den Playoffs und treffen dort auf die Boston Celtics. Das steht fest im Osten. Und im Westen gewinnen die Minnesota Timberwolves gegen die LA Clippers. Doch, habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt. Und die treffen jetzt auf die Minnesota, genau, Minnesota trifft auf Memphis, auf die, genau, richtig, Minnesota, Memphis und Brooklyn gegen Boston, das steht jetzt schon fest. Und in der jetzt gerade stattfindenden Nacht haben wir dann eben die anderen jeweiligen Partien, 9 gegen 10. Und da wird dann eben ermittelt, gegen wen die Cavaliers und die Clippers um ihre allerletzte Playoff-Chance noch spielen dürfen. Handball Deutschland hat gewonnen gegen die Färöerinseln mit 8:4 in dem Playoff-Hinspiel um die WM-Teilnahme. Das sieht gut aus fürs Rückspiel. 8 Tore Vorsprung sollte reichen im Rückspiel. Und in der Euro-Hockey League hat Ulenhorst Mülheim sein Auftaktspiel verloren gegen Kampong aus Utrecht, Niederlande. Und damit Kampong jetzt in der nächsten Runde gegen Rot-Weiß Köln. Das Ganze am Freitag. Jetzt schauen wir aber erstmal auf den Sport von heute. Und da fällt natürlich zuallererst mal Fußball-Europapokal wieder ins
Blickfeld, es gibt die Rückspiele in Europa League und in der Conference League, jeweils auch hier Viertelfinale ist angesagt. 18:45 geht's los mit RB Leipzig. Die spielen bei Atalanta Bergamo nach einem 1:1 im Hinspiel, ist hier also noch eigentlich alles drin. Wer gewinnt, kommt weiter. Und ein Unentschieden bedeutet Verlängerung, egal wie hoch. So kann man es ganz kurz zusammenfassen. 18:45 live zu sehen, das Ganze auf RTL Plus. Parallel dazu Eindhoven gegen Leicester City, Hinspiel 0:0. Auch hier ist alles drin, sowohl für Mario Götze und seine Truppe als auch für Leicester City. Beide Spiele auf RTL Plus zu sehen. Und dann um 21 Uhr gibt es das Free-TV-Spiel auf RTL, FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt. Auch hier unentschieden im Hinspiel 1:1. Auch hier alles drin. Auch hier gilt, wer gewinnt, ist weiter. Unentschieden heißt Verlängerung. Und da gibt es bei RTL Plus auch alle Spiele einzeln und in der großen Konferenz natürlich. Das versteht sich von selbst. Da gibt es dann unter anderem die Glasgow Rangers gegen Braga. Mit 0:1 steht es da aus Glasgower Sicht nach dem Hinspiel. Dann haben wir Olympique Lyon gegen West Ham United. 1:1 Hinspiel. Und dazu kommt aus der Conference League Slavia Prag gegen Feyenoord Rotterdam. 3:3. Das Hinspiel war da sehr attraktiv. PAOK Saloniki gegen Olympique Marseille mit dem Versuch, ein 1:2 aufzuholen. Und der AS Rom trifft auf Bodø Glimt mit einem ebenfalls 1:2 im Rücken. Muss also zu Hause das Ganze versuchen zu drehen. Also könnte ein schöner Fußballabend werden mit einer Konferenz, in der einiges los ist. Apropos Konferenz. Ich wurde erhöht. Ich wurde erhört natürlich. Die Deutsche Eishockey-Liga In der Deutschen Eishockey-Liga finden heute die Viertelfinal-Playoffs Spiel 3 statt. Und Magenta zeigt eine Konferenz. Das hatte ich bisher vermisst an den Playoff-Spieltagen. Jetzt tun sie es heute, alle 4 Spiele live einzeln oder in der Playoff-Konferenz. Das ist super. Vielen Dank an Magenta Sport an dieser Stelle. Im Free-TV gibt es auch ein Spiel, und zwar die interessante Serie. Die spannende bisher, die 1:1 steht als einzige, das zeigen sie auf Servus-TV, nämlich München gegen Düsseldorf, Spiel 3. Und ich habe auch schon munkeln gehört, dass Spiel 4 auch übertragen werden soll dort. Weil es so spannend ist. Die anderen Serien könnten dann ja jetzt schon zugemacht werden. Denn wir spielen ja, das hatte Basti übrigens, Spezialvideo am Schluss hier verlinkt, wer noch nicht geguckt hat, kann gerne mal reinschauen. Basti hat ja mich darauf hingewiesen, es wird nur noch Best of 5 gespielt dieses Jahr. Nicht mehr wie früher Best of 7. Und das heißt, in allen anderen Spielen steht es schon 2:0. Da könnten wir heute Abend schon dann die Entscheidung sehen. Und zwar für die Eisbären Berlin gegen Köln mit 2:0. Für Wolfsburg gegen Fischtown mit 2:0. Und für Mannheim in Straubing ebenfalls mit 2:0. Das könnte alles zugehen, aber bei München-Düsseldorf haben wir die Garantie, es gibt auf jeden Fall am Samstag noch ein viertes Spiel. Aber ich freue mich auf die Konferenz heute Abend. Das bräuchte ich nur Magenta-Sport, habe ich aber nicht. Naja, dann gucke ich doch Einzelspiel wahrscheinlich. Aber es gibt ja so viel anderes noch drumherum. Es gibt ja die Europa League, es gibt die DEL und das ist noch nicht alles, denn es gibt auch wieder Darts am heutigen Abend beispielsweise. Und zwar Premier League, die 10. Nacht von insgesamt 16, also wir sind inzwischen über die Hälfte drüber. Und im Gesamttableau liegt vorne Michael van Gerwen liegt vorne vor Johnny Clayton und die treffen heute Abend aufeinander im Viertelfinale. Das heißt, einer von den beiden wird gleich heute mal Punkte lassen. Und die Chance natürlich dann für die anderen vorbeizugehen. Die Paarungen im Einzelnen ab 20 Uhr Peter Wright gegen Gervin Price. Gary Anderson trifft auf James Wade. Michael van Gerwen gegen Johnny Clayton. Und dann haben wir noch das englische Duell Cullen gegen Smith zum Abschluss des Viertelfinals. Und dann eben die Halbfinals und das Finale hinten dran. Klar, wie ihr gewohnt seid. So, und dann gibt es auch noch Hockey heute. Und zwar aus der Pro League. Auch da gibt es noch ein echtes Topspiel um 16 Uhr. Denn in der Pro League führt momentan Indien vor Deutschland. Und ihr ratet nicht, wer heute gegeneinander spielt. Genau, Indien gegen Deutschland. 16 Uhr geht's los, live zu sehen auf der Zone. Da grüße ich jetzt schon meine indischen Freunde, die ich damals kennenlernen durfte in Rio. Gibt ein wunderbares Foto, wo ich mit drei bärtigen, kräftigen Indern im Fantrikot traut. Wo habe ich das Bild? Soll ich das mal raussuchen? Das zeige ich morgen, aber morgen spielen die nochmal. Vielleicht denke ich morgen dran, dann zeige ich das Bild mal. Ich mag das irgendwie. Aber trotzdem keine Sympathien, Freunde. Morgen wollen wir gewinnen. 16 Uhr, The Zone, habe ich glaube ich schon gesagt. Kann man Hockey gucken am Nachmittag, um sich einzustimmen auf den Abend. Und der könnte dann so aussehen, dass er mit Hockey beginnt. Und dann könnten die Europa League reinkommen, Eishockey auf den Second Screen legen. Und wenn die Europa League dann rum ist, geht man in die Entscheidung beim Darts-Turnier rein. Das wäre so ein denkbarer Tag. Tennis gibt es ja auch noch am Nachmittag. Mann, da ist wieder einiges geboten. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt. Dann schauen wir auf den Karfreitagssport. Denn es gibt zwar keine Bundesliga, aber trotzdem gibt es Fußball im Ausland. Italien spielt, Frankreich spielt, Spanien spielt. Es gibt Tennis, Billie Jean King Cup. Bei den Frauen gibt es die Quali-Runde beispielsweise. Aber auch die BBL spielt und es gibt Hockey und ja, dies und das.
sage ich euch morgen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs heute Zugucken und gerne bis morgen. Habt einen schönen Donnerstag und kommt gut ins lange Feiertagswochenende rein. Bis dann. Tschüss.